und keine Säcke mehr schleppen wollte. Er sehnte sich nach einem erholsamen Strandurlaub auf Hawaii. Aber er hatte kein Geld. Er lief davon und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er als Stadtmusikant Geld verdienen. Unterwegs traf er einen Jagdhund, der ihm aufgeregt in den Weg sprang. Was ist los? Fragte der Esel. Wow, wow! Mein großer Traum ist, der Stadtmusiker zu werden. Letzte Nacht hatte ich eine Zukunftsvision. Ich habe gesehen, dass ich dich treffe, wenn ich heute von zu Hause weglaufe. Und dann werden wir gemeinsam erfolgreiche Stadtmusikanten werden. Antwortete der Hund. Das ist ja unglaublich. Dann komm noch mit und werde Teil meiner Band, schlug der Esel vor. Der Hund stimmte zu und sie gingen gemeinsam weiter. Leibeskräften. Hey, Geraldine!
möchte Opernsänger werden. Und das lauteste Lebewesen der Welt. Die anderen Tiere haben mich verbannt, um meine Besitzer voll aus mir nackt zu machen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich wohnen kann. Krähte der Hahn. Warum kommst du denn nicht mit uns, schlug der Esel vor. Wir gehen nach Bremen. Oh, du hast so eine schöne Stimme. Und wenn wir zusammen musizieren, wird das toll klingen. Der Hahn fand die Idee gut und schloss sich ihnen an. Sie gingen über Wiesen und durch Wälder, an Bächen vorbei und entfernten sich immer weiter von der großen Stadt, in der sie einst lebten. Sie hatten viel Spaß zusammen. Endlich gab es keinen Streit mehr und schnell wurden die vier Tiere zu neuen Freunden. Und wie es sich als angehende Stadtmusikanten eben gehört, stimmten sie auch gleich das erste gemeinsame Lied an. Thank you.
Reise sind. Und so legten sie direkt los. Von vielen Seen wurden sie schließlich müde und beschlossen, dass sie es am ersten Tag nicht nach Bremen schaffen würden. Sie suchten sich einen Schlafplatz und machten sich dort bequem. Schnell wurde es ganz ruhig im Wald und man hörte nur noch das leise Schnarchen des Esels. Plötzlich aber bemerkte der Hahn, der oben auf einem Ast saß, ein helles Licht in der Ferne. Vielleicht war das ja schon das erste Haus der Stadt und es war gar nicht mehr weit bis Bremen. Sofort weckte er seine Freunde auf und erzählte ihnen davon. Und weil alle bereits großen Hunger hatten, beschlossen sie weiterzuziehen und das Haus zu begutachten. Das Licht wurde immer heller und heller, bis sie vor einer alten Hütte standen. Der Esel schaute vorsichtig zum Fenster hinein und schaute seine Augen kaum. Dann gab es einen reichlich gedeckten Tisch mit köstlichem Essen. Um den Tisch tanzten komische Gestalten mit kaputten Hosen und löchrigen Hüten. Yeah.
Darüber hatten die Tiere schon viele Geschichten gehört. Gemeinsam überlegten sie, wie es ihnen gelingen könnte, die Räuber hinauszujagen. Und bald hatten sie eine Idee. Der Esel ging als erster vor das Fenster. Der Hund folgte ihm und sprang auf den Rücken des Esels. Die Katze nahm Anlauf, rannte los und sprang auf den Hund. Und der Hahn flatterte so schnell er konnte und flog auf den Kopf der Katze. Mit einem Mal setzten sie mit der Musik ein und sprangen durch das Fenster in die Hütte. Die Katze miaut in der Hand krähte. Die Räuber erschreckten sich fürchterlich. War das ein Gespenst, das ihre Schätze holen wollte? Vor lauter Angst rannten sie so schnell sie konnten in den Wald hinaus. Die vier Tiere setzten sich an den reichlich gedeckten Tisch. Oh, so ein leckeres Essen hatten sie schon lange nicht mehr gehabt. Schnell schliefen sie ein. Oh, nur der Esel schnarchte entsetzlich laut. Als die Räuber bemerkten, dass alles ruhig war im Haus, beschlossen sie, einen Räuber hinzuschicken, der nach dem Rechten schauen sollte. Der Räuber ging in die Küche und wollte ein Licht anzünden. Doch da sprang ihn die Katze mit feurigen Augen an und fauchte und kratzte. Der Räuber erschrak gewaltig. Schnell wollte er zur Tür hinauslaufen, doch dort sprang der Hund auf und biss ihn mehrfach ins Bein. Da musste der Räuber schreien. Und als der Räuber über den Hof am Misthaufen vorbeilief, bekam er einen kräftigen Tritt vom Esel und wurde über den ganzen Platz geschleudert. Vom Balken herab rief der Hahn. Kikiriki! So schnell er konnte, rannte der Räuber zurück in den Wald und berichtete den anderen Räubern, was er erlebt hatte. Im Haus sitzt eine grausame Hexe, die hat mir mit ihren langen Fingernägeln das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann, der hat mich mit einem Messer ins Bein gestochen. Und auf dem Hof ist ein schwarzes Ungeheuer, das hat
Dorf zurückzukehren. Am nächsten Morgen wachten die Tiere auf und stärkten sich ein weiteres Mal mit leckerem Essen. Dann bereiteten sie alles für den Abmarsch vor. Schließlich wollten sie endlich nach Bremen. Der Esel lief vor, der Hund hinterher, die Katze folgte ihm und der Hahn flatterte aufgeregt hinterher. Und schon bald sahen sie das große Ortschild von Bremen. Endlich hatten sie es geschafft. Schnell fanden sie auf den Marktplatz und bauten sich dort als Bremer Stadtmusikanten auf. Die Menschen applaudierten stürmisch und jubelten so laut sie nur konnten. Der aufgestellte Hut füllte sich rasant mit Mützen. Die Bremer Stadtmusikanten sangen ein Lied nach dem anderen. Und bald schon hatten alle Menschen Ohrwürmer von ihrer Musik und gingen pfeifend und singend durch die Gassen. Singend und tanzend auf dem Marktplatz in...